Seid ihr mal wieder da, sehr schön. Das mache ich aber erst einmal. Ich habe nämlich. Ja, das wisst ihr ja, also wenn ihr das Video gesehen habt, das habe ich patentieren lassen, aber das ist abgelehnt worden. Weil es hat scheinbar mehr Nachteile wie Vorteile. Und deswegen habe ich heute oder beziehungsweise gestern meine neue Brille geholt und schaut mich, macht mich doch intelligenter, hoffe ich. Nicht nur optisch, sondern auch. Und jetzt ist es auch so, dass es, jetzt sehe ich ja wieder scharf, weil in den letzten 2 Jahren haben sich die Äuglein verschlechtert. Und ihr seht mich jetzt endlich wieder so scharf, wie ich eigentlich bin. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Fockerchens Heimfahrt Nummer. Ich schaue schnell nach. 57. Ich habe nachgeguckt. 57. 57 Folgen ohne jeglichen Sinnesaustausch. Mich wundert es ein bisschen. Ich höre oft oder lese oft in Kommentare oder so: Mensch, wann kommt wieder ein Fockerchens Heimfahrt-Video? Es ist für mich ein bisschen unbegreiflich. Das war so von mir einfach mal eine Idee vor über 2 Jahren, glaube ich, ist das schon. Nein, ist schon länger her. 4 Jahre gibt es das. 4 Jahre habe ich das Auto. Ja, jetzt gute 4 Jahre jetzt hier. Krass. Ja. Aber das scheint ganz gut anzukommen, was ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstehe. Ja. Gestern habe ich meine Brille geholt, aber das ist jetzt eigentlich nur der Anfang der Geschichte. Und da war ich in Amberg in der Innenstadt, habe mir dann ein Eis gekauft und habe mich am Marktplatz auf eine Bank gesessen. Und da kam plötzlich ein Herr vorbei, schaut mich an und sagt: Ist da noch frei? Die anderen Bänke waren alle frei. Denke ich mir, jetzt will er sich unbedingt daher setzen. Ja, von mir aus. Bin ich rübergerutscht, hat er sich hingesetzt, dann habe ich mich angeschaut und ich schaue zurück und dann sagt er: Ich habe alle deine Videos gesehen. Ich habe mir dann gedacht: Okay, du armer Mann, warum? Warum tut man sich das an? Der Sepp war das. Wir haben uns geeinigt, wir duzen uns und Sepp, schön, dass mich oder dass ich dich kennenlernen habe dürfte, war wirklich ein interessantes Gespräch. Wir waren dann bestimmt eine Dreiviertelstunde zusammengesessen, haben beide jeweils ein Eis geschleckt und haben uns ein bisschen so ausgetauscht über Motorräder und über keine Ahnung was, also über E-Autos, weil er hat einen Soul gehabt, den gleichen wie ich, bloß den Vorgänger, also mit 27 Kilowattstunden Batterie. Jetzt fährt er das neuere Modell und ist auch sehr zufrieden und ja, es ist richtig. Ja, war ein richtig schönes Gespräch, danke dafür. Und wir sind auch ein bisschen so, und dann hat er mich gefragt: Wie siehst du die Zukunft von diesen ganzen Themen, von dem ganzen Thema? Wie siehst du die Zukunft der Mobilität? Und da habe ich schon mal ein Video gemacht, das ist ja schon ein bisschen länger her. Hat sie nicht recht viel verändert in meiner Ansicht. Ich habe mich heute noch mal ein bisschen im Internet schlau gemacht, was so die Experten sagen. Die Zukunft der Automobilindustrie. Und zwar wird so werden, dass, oder wird so werden, man geht davon aus, und so denke ich auch, dass die Zukunft der Automobilindustrie weggeht vom Hersteller eines Autos, also so diese typischen Autohersteller, wie es jetzt gibt, eben, ich sag mal, BMW, Audi oder VW, Mercedes und so, dass sie, man, jetzt sind sie Automobilhersteller und ich denke, dass sie eher zu Automobilanbietern werden. Ich glaube, dass, also ich, in der Arbeit haben wir das gehabt, ich persönlich hoffe, dass es so kommt, dass man irgendwann noch mal kein eigenes Auto mehr braucht. Der nur eins haben will, soll eins haben, aber wenn der erste Automobilanbieter
sowas anbietet, glaube ich, bin ich mit dabei. Und dann werde ich ein Auto auf jeden Fall hergeben. Szenario schaut wie folgt aus. So stelle ich mir das vor. Irgendwann mal Freitagmittag sage ich zu meiner Frau, Mensch, was machen wir heute Abend? Gehen wir ins Kino. Wir könnten zwar den Film auch zu Hause noch auf dem Fernseher streamen. Oder wollen wir ins Kino gehen? Gehen wir mal ins Kino, Popcorn, Cola. Einfach einmal, keine Ahnung, mit Freunden oder auch allein. Mal wieder ins Kino gehen, einmal wieder rauskommen. Ja, dann schaut man nach, wann geht der Film los. Den reservierst du dann gleich online. Es geht ja jetzt schon auch. Und dann bestellst du dir dein Auto eigentlich. Ganz einfach. Also du schaust hin, der geht um 20 Uhr an, der Film. Es reicht, wenn man hier bei mir daheim um 19.30 Uhr losfährt. Also will ich um 19.30 Uhr ein Auto vor der Tür stehen haben. Dann fährt der Auto automatisch her. Dann hast du auf dem Handy hast dann einen Hinweis. Das Auto ist da. Und dann schaust du raus. Schatz, das Auto ist da. Ich hoffe, dass ich dann immer nur der Schatz bin. Und dann wirst du in das Auto einsteigen. Und wirst autonom ins Kino gefahren. Dann steigst du aus, hältst dein Handy hin oder keine Ahnung, drückst auf Beenden und dann fährt das Auto wieder weg. Und wenn du vom Kino fertig bist nach dem Essen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher, dann schaust du wieder auf der App, sagst, Mensch, ja, drückst wieder drauf, ich möchte dann heimfahren, das Auto kommt, fertig mit heim. Daheim, wenn du bist, drückst wieder drauf, und lass das Auto wieder wegfahren. Es hat für mich persönlich nur Vorteile. Ich sehe gerade, da sieht man meinen kleinen Weggefährten. Den habe ich jetzt mittig hingesetzt, damit der euch auch mal anschauen kann. Der Säcki. Hat für mich persönlich nur Vorteile. Bevor die Frage aufkommt, magst du nicht Autofahren? Doch, ich mag Autofahren sehr sogar. Ich kann beim Autofahren entspannen, ich kann rumfahren. Ja, es macht Spaß. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich Autofahren nicht mögen. Aber für mich hat es mehrere Vorteile. Vorteil Nummer 1, monatliche Kosten. Ein Auto kostet jetzt in dem Fall Leasing und Versicherung und Verschleiß, also Reifen und TÜV und schieß mich tot, Sprit oder Strom mitgerechnet und so weiter, kostet ein Auto doch bestimmt, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich glaube, dass 400 Euro da ganz schnell weg sind, glaube ich. Also wenn man zwei Autos hat, dann ist es das Doppelte, dann sind es locker 800 Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und selbst wenn man ein Auto selber hat, also nicht leased, sondern kauft und das dann quasi im eigenen Besitz hat, dann glaube ich, ist es trotzdem auch so viel. Die Leasingraten gehen weg, aber dafür musst du die ganzen Sims ja im Endeffekt vorstrecken. Du gibst dir einen Haufen Geld aus für Mobilität. Und das passt eigentlich erst einmal. Für mich hat es aber den Vorteil, dass wenn ich diese monatlichen Kosten nicht habe, es kommen ja noch mehr dazu, also nicht Kosten, sondern mehr Verpflichtungen, dann hätte ich für mich privat eigentlich schon mal einen guten Batzen Geld weg, den ich anderweitig in Mobilität stecken könnte. Also ich denke, dass so eine App-Anbindung vor einem Hersteller, ich sage jetzt mal Mercedes bietet jetzt eine App ab, an der dann sagt, pass auf, wenn du die nutzt, dann kostet dir das im Monat so und so viel Euro, irgendeine Pauschale, ist egal, und dann kannst du pro Kilometer oder pro Abruf eines Autos musst du so und so viel zahlen, dann kannst du mit uns mobil bleiben. Dann gibt es eventuell in der App noch so Staffelungen, dass du sagst, okay, pass auf, für, ist ja wurscht, 40 Euro im Monat, bist mit einem Smart unterwegs, dann kommen halt Smarts zu dir hergefahren. Oder wenn du mehr Geld ausgibst, dann kommen es vielleicht E-Klassen oder vielleicht sogar S-Klassen. Oder du kannst es variieren und sagst, heute will ich mal günstig fahren
Und wenn ich mal mit meiner Frau irgendwo vorfahren will, dann möchte ich das mit dem EQS machen zum Beispiel. Ja, kann ja von VW das gleiche sein. Oder von BMW oder von Tesla oder von Apple. Keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas auch mal. Und da könnte ich mir das schon vorstellen, dass so eine Fahrt zwar Geld kostet, ja, aber man spart sich ja auch jede Menge. Dass man eine Pauschale hat, dass man sagt, man pendelt in die Arbeit allein oder vielleicht mit mehreren dann in so einem Auto drin. Das ist alles wunderbar. Ich denke, das wird gehen. Also es wäre finanziell erst einmal eine Erleichterung. Du bräuchtest keine Garage mehr, weil was wirst du mit der Garage, wenn du kein eigenes Auto mehr hast? Als Kellerersatz vielleicht. Dann brauchst dich du nicht drum kümmern, wenn du in das Auto einsteigst, hat das Auto TÜV. Oder ich will zum TÜV fahren. Wie schauen die Reifen aus? Sind die Reifen nur gut? Oh leck, ich brauche einen neuen Satz Reifen, Winterreifen. Keine Ahnung. Bremsen, Scheibenwischer. Eigentlich alles, was man sich so, wenn man ein Auto hat, eigentlich Gedanken machen sollte, müsste oder auch tut. Rostvorsorge. Jetzt muss ich das Auto mal wieder zum Waschen fahren und aussaugen, das schaut aus wie Sau und so weiter. Und das glaube ich, wenn das nicht mehr wäre, wäre das für mich schon positiv. In der Arbeit haben wir mal darüber Gespräch gehabt und da kam der erste Einwand mehr oder weniger, ja, meine Individualität geht da verloren und das will ich nicht, ich will weiter mobil bleiben, das ist mir schon klar, kann er ja auch. Ich denke mal, dass beides geht. Es gibt ja Leute, die haben hobbymäßig ein Auto. Haben einen schönen Oldtimer daheim oder keine Ahnung, einen Sportwagen oder irgendwas Besonderes für sich selber. Aber wenn sie in die Arbeit fahren, fahren sie mit einem Auto, wo sie jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt das große Herzblut dran verloren haben. Sondern das ist halt einfach irgendein 2 Liter Diesel zum Pendeln oder so. Oder kann auch ein E-Auto sein. Ich mag den Soul, auch wenn ich da jetzt beim Reisen ein bisschen so die Probleme gehabt habe mit dem Stecker. Aber ich mag ihn sehr, weil er einfach ein schönes, gemütliches Auto ist und du halt trotzdem individuell planen kannst. Ich fahre jetzt einkaufen, ich fahre jetzt mal schnell zu meinem Kumpel und so weiter. Ich glaube, dass das dann auch geht, aber so schnell, dass du jetzt die Entscheidung gefällt wird, dass du ins Auto steigst und dann losfährst, das wird vielleicht dann nicht mehr der Fall sein, sondern es kann sein, dass du mal 10 oder vielleicht sogar 20 Minuten auf das Auto warten musst. Das ist vielleicht dann ein Nachteil. Okay. Ein Nachteil ist es dann vielleicht auch, dass man kennt die Gesellschaft, die geht jetzt mit fremden Sachen auch nicht so schonend um. Das heißt also, wenn du ein Auto rufst, das Auto kommt dann her und dann schaust rein und denkst, ach du meine Güte, ist da einer gestorben drin oder so? Das kann ja sein, weil der einfach bloß schmutzig ist oder verschmiert ist, vielleicht sogar mit Filzstift irgendwas draufgeschmiert auf die Scheiben oder sowas. Gibt's ja. Du brauchst ja bloß mal die U-Bahnen anschauen, wie die ausschauen und S-Bahnen. Gut, dann wird man vielleicht Video überwacht und das kann man vielleicht dann irgendwie anderweitig entgegengehen, das Thema, dass die sagen, Mensch, ich habe gesehen, du hast das angeschmiert, du musst dafür zahlen. Kann sein, wäre möglich. Wenn man ja die teurere Variante in der App hat, dass man dann sagt, ich will jetzt halt ja, höherwertig fahren, dass da im Endeffekt wirklich auch die Garantie dann dabei ist, dass das Auto halt vielleicht nicht neu ist oder neu, also wirklich funkelnagelneu, sondern einfach gepflegtes Erscheinungsbild hat. Vielleicht kann man das auch noch machen. Wäre für mich zum Beispiel ganz wichtig. So ein versifftes Auto will ich eigentlich nicht einsteigen und will ich nicht haben und will ich auch nicht einsteigen und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man sowas auch regeln könnte. Oh. Wäre es schlimm für mich nicht? Ja. Motorradfahren tue ich immer noch, ja.
Autofahren macht Spaß, ja. Ich fahre auch mal gerne mal einfach einmal Sonntagnachmittag mit meiner Frau mit offenem Fenster zum Kaffee trinken. Macht Spaß, mit meiner Frau da rumzufahren, das ist schön, aber ich glaube, dass das auch Spaß macht, wenn man gefahren wird. Ändert sich ja nichts daran. Bloß, dass du halt selber nicht mehr am Steuer sitzt, sondern einfach das Auto rufst und sagst, ich will jetzt nach Hartmannshof zum Kaffee trinken. Entweder kann das Auto gleich drauf warten oder wenn es fertig bist, hier, ich will jetzt wieder heimgefahren werden. Ja. Ich denke, dass wir zu viel Fahrzeuge in Deutschland haben. Mit gute 45 Millionen, meine ich, sind es. Vielleicht sind es jetzt schon mehr. Das sind zu viel. Wenn jetzt einer sagt, dann mach doch du den Anfang, dann gib doch du dein Auto her. Dann würde ich sagen, ja. Würde ich es so, würd machen. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich das machen. Jetzt kann wieder einer sagen, ja, da gibt es ja schon. Das heißt Taxi. Ja. Bloß ein Taxi ist halt auch so eine Sache. Ich habe das gesehen, wie ich jetzt in Berlin war. Da sind wir mit dem Taxi ziemlich viel gefahren. Weil ich bin jetzt der besonders gute Großstadtautofahrer. Ich habe zwar geschafft, dass mich in den 4 Tagen kein einziges Mal angeguckt haben, aber es war bestimmt schon ein paar Mal nah dran. Und also ist nichts für mich. So dieses hektische links, rechts, oh, ist da frei, schauen wir mal, ui, kenne ich mich nicht aus. Der mal da links, wo man da rechts, keine Ahnung. Das bin ich nicht gewohnt, ich bin halt einfach ein Landkind. Ja, und das merkt man. Und wenn du ein Taxi hast, A, gibt es zu wenig Taxis. Das heißt, du wartest bei uns dann schon locker eine halbe Stunde, bis das mal kommt. B, ist ein Taxi natürlich auch eine teure Sache, weil die meisten Taxis oder eigentlich alle Taxis, die ich jetzt kenne, sind Verbrenner. Dementsprechend verbrauchen sie auch, kosten monatliche, ja, monatliche Kosten für ein Taxi ist jetzt nicht wenig. Müssen auch gewartet werden, klar, aber ich glaube, dass das Teuerste, oder ich hoffe, dass das Teuerste an einem Taxi eigentlich der Fahrer ist. Und wenn der Fahrer nicht mehr benötigt wird, sollte sich der Preis eigentlich reduzieren. Jetzt hoffe ich ja mal, dass vielleicht der eine oder der andere Taxifahrer da das Video sieht. Deine Meinung würde mich interessieren, natürlich. Kann man jetzt sagen, oh gut, da ist jetzt noch lang hin bis dahin, aber macht ihr euch Gedanken, wenn es wirklich mal so kommt oder ob es mal so kommt und wenn wann, macht ihr euch Gedanken über die Zukunft eures Berufes? Ich meine, Uber zum Beispiel ist ja eigentlich schon ein Konkurrent. Ich weiß gar nicht, wie stark der in Deutschland jetzt mittlerweile schon vertreten ist. International, das heißt in Amerika, ist er auf jeden Fall sehr, ja, sehr viel vertreten. In Deutschland weiß ich es nicht. Aber wenn jetzt dann zusätzlich noch das Roboter-Taxi kommt, sage ich jetzt einmal, Total Recall lässt grüßen. Wo wollen Sie denn hinfahren? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Dann kann es schon sein, dass das einem Angst machen kann. Wie ist eure Meinung? Denkt ihr genauso? Denkt ihr ganz einen anderen Weg? Wie wird Mobilität ausschauen? Ich glaube, dass 20 Millionen Autos in Deutschland, 25 vielleicht, reichen müssten. Das wird natürlich der Politik nicht gefallen und natürlich auch den Konzernen nicht. Deswegen werden sie sich, falls es wirklich so kommen sollte, umstellen müssen von einem Autohersteller zu einem Mobilitätsanbieter. Vielleicht wird es die Zukunft. Der Sepp hat dann gesagt, hoffentlich kriegen wir das noch mit, weil der hat nämlich auch gesagt, Mensch, das kann ich mir gut vorstellen. Da hat er nämlich mit seiner Frau auch schon mal drüber geredet und er ist so der gleichen Meinung gewesen. Und ob das jetzt positiv wird oder negativ, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird es eins, die ganze Sache auf der Straße ein bisschen entspannen. Ich glaube, dass autonomes Fahren die Straßen sicherer macht, glaube ich.
weil ich sehe es ja an mir, ich bin jetzt nicht der besonders gute Autofahrer. Ich bin zwar unfallfrei, seitdem ich 18 bin, aber deswegen würde ich nicht sagen, dass ich ein richtig guter Autofahrer bin. Vielleicht habe ich bloß Glück gehabt bis jetzt, ja, kann sein. Ich glaube, dass die Technik das mittlerweile herbringt, vielleicht jetzt noch nicht ganz so, aber das geht rasend schnell. Man weiß nicht, was in 5 Jahren ist, was in 10 Jahren alles möglich ist. Rechtlich muss es noch geklärt werden, weil es ist ja dann immer, wer ist denn schuld, wenn was passiert. Das wird es aber auch noch, zwar nicht mit unserem Verkehrsminister, den wir jetzt haben, weil der kriegt das nicht auf die Kette, aber vielleicht kommt da mal ein kompetenter Mann oder Frau. Und vielleicht entzerrt sich das ganze Bild, weil die autonomen Autos halt dementsprechend auch fahren. Ich glaube, dass die Aggressivität im Straßenverkehr, die, finde ich, extrem zugenommen hat in den letzten 4-5 Jahren, extrem. Vielleicht nimmt die ein bisschen ab. Das wird uns allen sehr, sehr gut tun. Und stautechnisch wird es vielleicht ausgehen besser, parkplatztechnisch in der Stadt. Vielleicht hätte man dann in der Stadt mehr Platz für Fahrradfahrer, weil einfach mehr Straßen frei werden für Fahrradfahrer. Wäre doch auch eine gute Sache. Vielleicht gibt es Straßen, die dann auch über Land, so jetzt von, zum Beispiel von Schwendt nach Amberg, vielleicht wird einmal eine Straße dann komplett gesperrt und die wird nur für Fahrradfahrer sein. Dann können nämlich auch Leute, die weiter weg wohnen, ich sag mal so 25 Kilometer von der Arbeitsstätte weg, könnten dann rein theoretisch auch mit dem Fahrrad fahren, ohne dass sie Angst haben müssen, nach der nächsten Kurve auf einer Motorhaube zu landen. Da könnte man sich auch vorstellen, dass man sich ein Pedelec kauft, das mit 45 fährt. Dann brauchst du halt keine Stunde mehr in der Arbeit oder keine Dreiviertelstunde, sondern vielleicht bloß eine halbe. Mit dem Auto brauche ich jetzt auch 20 Minuten oder knapp 20 Minuten. Das wäre doch eine gute Sache. Was denkt ihr darüber? Komplett anderer Meinung? Oder denkt ihr euch, ach, das könnte eigentlich jetzt nicht einmal so schlecht werden? Wird es so kommen, dass ein Automobilhersteller zum Mobilitätsanbieter wird? Oder denkt ihr, das wird immer so bleiben? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Bleibt freundlich. Und ach ja, wir sehen uns in Sinsheim. Also falls ihr nach Sinsheim kommt, jetzt an, wann ist das? Der 29. glaube ich war das. 29. oder 30. Also der Sonntag, der letzte Sonntag im August ist das auf jeden Fall. Jetzt höre ich einen Notarztwagen. Einsatzleitung. Schon wieder auf die Autobahn, jawohl. Vielleicht sehen wir uns in Sinsheim. Ich glaube nämlich, dass das mein letztes E-Mobilitätstreffen sein wird, wo ich hinfahre. Das war damals das erste. Und das wird vielleicht auch mein letztes sein, weil ich denke, E-Mobilitätstreffen, so wie es jetzt gibt, wird es nicht mehr lang geben. Weil E-Mobilität immer mehr normal wird. Und ein normales Automobiltreffen gibt es ja auch nicht. Das Treffen der Verbrenner kommt vielleicht irgendwann mal, wenn es immer weniger gibt. Werden sie sich vielleicht irgendwann einmal als Verbrennerfahrer dann treffen irgendwo, was okay ist. Und deswegen denke ich vielleicht, das ist mein letztes Treffen. Komme ich nochmal hin, haben wir eine gemütliche Zeit, schleck mein Eis und vielleicht das eine oder andere interessante Gespräch. Jetzt bin ich fast zu Hause. Jetzt setze ich mich auf mein Motorrad und fahre. Morgen soll es regnen. Heute ist auch nicht so schön, aber es regnet nicht. Das war's. Viel Spaß. Schreibt es in die Kommentare. Habt eine schöne Zeit. Servus, sagt Luca. Euer Fokker.